Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar werde ich heute ein Kleiderschrank-Tag drehen. Nennt man das überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben sich sehr viele gewünscht, dass ich mal meinen Kleiderschrank zeige. Leider ist es nicht so spektakulär, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellen könnt. Wahrscheinlich wird es nicht so spannend sein, wie ihr euch das vorstellt. Aber na gut, wie ihr wollt, ich zeige euch meinen Kleiderschrank. Ich stehe zwar hier vor einem riesen Kleiderschrank, aber ich benutze nur eine Tür. So, also hier stehen wir gerade vor dem Schrank und ich werde ihn jetzt öffnen. Und tada! Okay, ja. Also, das ist mein Kleiderschrank. Beginnen wir mal ganz oben. Also, hier habe ich meine Jacken und Schal und hier hinten sind Kleider und ein Dirndl für das Oktoberfest. Ja, ich habe zwar noch viel mehr Jacken, aber das ist alles bei mir zu Hause bei meinen Eltern. Da habe ich noch viel mehr Klamotten. Aber ich habe hier nur wirklich Sachen drin, die ich halt gerne anziehe. Deswegen, und hier würde auch nicht alles reinpassen. Ja, hier sind meine Taschen. Hier hinten ist einmal eine größere Tasche von Michael Kors. Warte mal. Ja, da habe ich so Extensions drin. Fragt euch gerade bestimmt, warum ich Extensions habe. Natürlich nicht für die Länge. Eigentlich genauso lang wie meine auch. Nur ich hatte die mal für ein Shooting und ja, damit meine Haare einfach ein bisschen voluminöser sind. Noch eine Michael Kors Tasche. Ist eher so ein kleiner Rucksack. Finde ich mega süß. Mit Nieten. Hier eine Umhängetasche in schwarz mit so einem Krokodilmuster oder Schlangenmuster. Oh, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht echt. Die Tasche habe ich nämlich von Tailey Whale, aber ich weiß nicht mehr, ob es die gibt. Die war jetzt auch nicht so teuer. Ja, ich finde die eigentlich ganz schön. Und ja, mal mit Silber. Ich weiß nicht warum, aber eine Zeit lang fand ich Gold total schön. Ich finde Gold zwar immer noch schön, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das Ding ist, genau, was ich jetzt sagen will. Und zwar, wenn ich zum Beispiel so eine Lederjacke anhabe, dann ist halt hier Silber dran. Dann stört mich das, wenn ich Gold trage. Das passt irgendwie nicht. Das sieht total doof aus. Und dann habe ich lieber so eine Tasche, wo lieber mit Silber ist. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Egal, auf jeden Fall, ja. Dann noch eine Umhängetasche. Die ist ganz klein. Da passt gerade mal ein Handy rein. Mein altes Handy hat gar nicht reingepasst. Da hatte ich das iPhone 8 XL oder so. Ja, die ist von Valentino. Ich finde, die Tasche hat auf jeden Fall was. Und wenn man ein schlichtes Outfit anhat und dann, boom, kommt diese Tasche. Jetzt kommen wir zu meinen Accessoires. So, hier habe ich Sonnenbrillen. Die, oh hallo, da sieht man mich ja. Die ist von H&M. Und die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die ist von Ray-Ban. Und die war von Brigitte. Keine Ahnung, ich kann das nie aussprechen. Hier habe ich einmal ein Armband. Das ist von Swarovski. Dann die Kette dazu. Boah, so viele fragen mich, woher ich diese Kette habe. Die ist auch von Swarovski. Ja, das ist meine Lieblingskette. Ich liebe diese Kette einfach und ja. Hier ist mein Gürtel. Der ist von Moschino. Oder Moschino, wie auch immer man das aussprechen mag. Ich sage immer Moschino, deswegen. Aber jeder spricht den auch irgendwie anders aus. Ja, einfach so ein hier. Nichts Besonderes. Der ist von H&M. Dann auch so einen gelben. Der ist, glaube ich, auch von H&M. Ja, und eigentlich habe ich noch einen. Der ist schwarz mit zwei Schnallen. Da fragen mich auch immer sehr viele. Den habe ich... Ich habe zwei davon. Einmal habe ich einen von Topshop, nur der passt mir nicht so. Der ist mir zu groß. Und dann habe ich mir jetzt noch einen nachgekauft und der ist von H&M gewesen. Also die gibt es eigentlich überall. Hier mal das erste Fach von meinen Klamotten. Und das sind meine Oberteile. Hier haben wir meine Tops. Ich habe sehr viele Tops. hier sind meine T-Shirts, also Langarm-Shirts. Und ja, also eigentlich...
nichts Besonderes. Hier sind meine Unterteile. Also hinten sind Hosen. Hier ist Hotpants. Und hier sind Röcke. So, und das da unten, das lasse ich mal lieber, weil da sind halt Unterwäsche und Socken und keine Ahnung was. Deswegen, das ist intim und privat. So, ihr Lieben, das war mein Kleiderschrank. Ich sag ja nichts Spektakuläres. Einfach ein ganz normaler Kleiderschrank, wie auch du hast. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Und ja, bis dann.